Ich grüße euch alle an diesem Tag, an diesem Abend, draußen ist es schon dunkel. Ich schicke euch auch Herzen zu. Ich grüße euch. Und ich wollte ja heute nochmal mit euch über Riester-Rente reden. Ich hatte ja gestern so mal ein bisschen die Fallstricke von Riester aufgezeigt. Was ihr für Bedingungen erfüllen müsst, um überhaupt in den Genuss der Zulage zu kommen. Und ich habe ein bisschen gegen die Riester-Rente gewettert, beziehungsweise die Untersuchung, die Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zitiert. Die sagen, dass die Riester-Rente im Grunde eine gescheiterte Altersvorsorge ist für die breite Masse, weil sie einfach zu intransparent ist, sie ist zu unflexibel und sie ist viel zu teuer und sie ist auch noch viel zu kompliziert. Das waren so die großen Punkte. Und die Untersuchung, also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat 2011 diese Analyse geschrieben und auch der Politik auf den Tisch gelegt. Es ist in der Zwischenzeit nicht viel passiert. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass die Versicherer seit dem vergangenen Jahr tatsächlich ihre Kosten offenlegen müssen. Einige Versicherer haben das schon seit einigen Jahren getan, andere nicht. Und jetzt müssen es aber alle tun. Und jetzt könnt ihr tatsächlich auch sehen, welche Kosten, oder solltet ihr zumindest sehen, welche Kosten eure Versicherungen so produzieren. Und ich habe euch mal von einer Klientin, die mir erlaubt hat, dass ich das euch zeige. Natürlich habe ich den Namen geschwärzt hier. Ich habe hier eine Riester-Rente. Okay, das ist alles viel zu klein. Aber aus diesem Riester-Rente-Bestandsmeldung über die Wertentwicklung am Jahresende, diese Bestandsmeldungen müssten bei euch in den nächsten Wochen und Tagen tatsächlich auch eintrudeln. Die habe ich mir mal angeschaut. Sie wollte einfach mal meine Meinung zu diesen Verträgen hören. Und wir haben uns die zusammen mal angeschaut. Die Klientin sagte, sie versteht das alles gar nicht, was da steht. Und dann haben wir uns das eben mal zusammen angesehen. Und zwar, ich zeige euch mal, wir haben die Züricher Versicherung aus dem Jahr 2016, eine Riester-Rente, DWS Premium. DWS ist die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank. Ein ganz großer Vermögensverwalter und Anbieter solcher Produkte. Die haben auch ganz viele fondsgebundene Rentenversicherungen und sowas. Okay, also diese fondsgebundene Rentenversicherung mit Beitragsgarantie, also die Versicherung garantiert der Klientin, dass sie ihre Beiträge, die sie eingezahlt hat, wiederbekommt. Okay. Der Vertrag läuft bis sie irgendwie, ich weiß gar nicht wie lange, es steht hier nicht. Auf jeden Fall ist er 2014, hat sie im 2014 abgeschlossen. Na, und er läuft mit Sicherheit 20, 30 Jahre. Und mit Beitragsgarantie, das heißt, in 20, 30 Jahren kriegt sie mindestens das wieder, was sie eingezahlt hat. Das heißt, das hätte sie, das habe ich ja gestern auch gesagt, hätte sie dann unter den Kopfkissen legen können, ne? Okay, also, sie hatte eingezahlt selbst Beiträge von 1.940 Euro und die staatliche Zulage bekommen von 154 Euro. Sie ist Single, hat den eben vor 5, 6 Jahren abgeschlossen und kriegt eben nur die Zulage für sich. Macht zusammen 2.100 Euro. Ne? Das ist die maximale Summe, die man in den Riester-Vertrag einzahlen kann. 2.100 Euro Summe Zahlungseingänge steht hier. Dann steht darunter die Beitragsgarantie. Die Beitragsgarantie nach 3,75 Jahren, das ist der Auszug von 2017, ne? Steht bei knapp 8.000 Euro. Die Zahl, merkt euch die mal. Bei knapp 8.000 Euro. So viel hat sie bisher in den Vertrag in diesen drei Viertel Jahren eingezahlt. Okay, dann steht weiter die Entwicklung des Vertragsguthabens. Sie hat gestartet mit 3.490 Euro Bestandsguthaben, also das, was der Vertrag an Wert Ende 2016 zeigte. Wir erinnern uns, 8.000 hat sie eingezahlt bisher. Okay, dann kommen ihre Beiträge dazu, ne? Die 2.100 von oben auf die 3.000 knapp 500. Und dann wird es interessant. Dann kommt das Ergebnis aus der Fondsentwicklung. Das waren minus 238 Euro. Das heißt, sie hat im Jahr 2017 Wert verloren.
Dazu kommen Abschluss- und Vertriebskosten von 663 Euro und Verwaltungskosten jährliche von 339 Euro. Sie hat an Abschlusskosten plus Verwaltungskosten einen Kostenpunkt von knapp 1000 Euro. Sie hatte also in den Vertrag im Jahr 2017 2100 Euro eingezahlt und nur an die Gesellschaft, an die Züricher, 1000 Euro mal abgegeben. Das ist erschreckend. Okay, macht zusammen unterm Strich 4.355 Euro. Wir erinnern uns, sie hat in den Vertrag bisher knapp 8.000 Euro eingezahlt und sie hat ein Vertragsguthaben zu Ende 2017 nach 3/4 Jahren Zahlung von 4.355 Euro. Das ist also fast die Hälfte. Ne? Wir rechnen mal 4.355 durch 8.000. Ja, ist im Grunde die Hälfte. Sie hat die Hälfte ihrer eingezahlten plus Zulage Beiträge verloren, einfach, dass sie es bezahlt hat. Das ist erschreckend und das ist nicht ein Ausnahmevertrag, sondern das ist meiner Meinung nach bei vielen Verträgen die Regel. Wenn wir uns das nochmal angucken, sie hat Abschlusskosten von 300, Verwaltungskosten. Sie zahlt jährliche Verwaltungskosten von 339 konstant Euro. Ich habe ihren Wertverlauf von 2016 auch vorliegen. Da stehen auch 336 Euro sind es hier und hier sind es 339. Also die Verwaltungskosten steigen also zusätzlich noch ein bisschen mit der Vertragssumme wahrscheinlich. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wenn wir die 339 Euro Verwaltungskosten zur eingezahlten Summe von 2100 setzen, ist es eine Kostenquote von 16%. Hammer, oder? Dann nehme ich einfach die Kosten, die 339 Euro geteilt durch 2100, mal 100 macht 16%. Und wenn ihr das euch mal überlegt, sie zahlt allein an Verwaltungskosten das Doppelte der Zulage, die sie vom Staat erhält, ist das einfach irre. Da könnte man sagen, also die staatlichen Zulagen weist sie sofort an den Versicherer rüber und dann noch ein Teil ihrer Beiträge weist sie auch nochmal einfach so an den Versicherer rüber, damit der ihr Geld verwalten kann. Und dann kommen noch Abschlusskosten dazu. Diese Abschlusskosten werden über 5 Jahre verteilt. So, dann gucken wir uns das mal an. 663 mal 5 Jahre ergibt, stolze, Abschlusskosten von 3.315 Euro. Sie zahlt also über ihre Beiträge 3.315 Euro an die Züricher Versicherung über ihre Beiträge und über die Zulagen. Okay. Also mich macht sowas ziemlich sprachlos. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber 3.315 Euro Abschlussprovisionen. Also ich weiß nicht, wie lange der Berater mit ihr da zusammengesessen hat. Aber wenn wir mal sagen, hat er vielleicht 5 Stunden mit ihr gesprochen? Nee, ne? 2? Vielleicht? Vielleicht hat er 3 mit ihr gesprochen. 3 Stunden? Okay, vielleicht noch ein bisschen Papierkram. Machen wir 4. Ja, unfassbar. Machen wir mal 4 Stunden. 4 Stunden, 3.315 Euro durch 4 Stunden. Macht einen Stundenlohn von 828 Euro. Also, ja, unfassbar, ne? Unglaublich. Hätte ich auch gern, ehrlich gesagt. So viel Kohle. Also, für 828 Euro, da könnt ihr knapp 2 Seminare bei mir bieten. Da könnt ihr echt voll fett ins Einzelcoaching kommen. Und da habt ihr mit Sicherheit nicht so einen Scheißvertrag, auf Deutsch gesagt. Also ich finde das extrem erschreckend. Ich finde, es ist überhaupt kein Problem, Abschlusskosten zu haben von ein paar hundert Euro. Okay, aber doch nicht solche Summen. Das könnt ihr in euren Verträgen auch mal durchrechnen. Und wie gesagt, das ist kein Einzelfall. Interessanterweise gibt es, habe ich euch nochmal ausgedruckt, von wegen, kann man ja sagen, ne, die Fondsentwicklung 238 Miese kommt natürlich auch noch dazu. Okay, die 238 Euro negatives Fondsergebnis.
2017. 2017 sind die Börsen gut gelaufen. Guck mal, wie die Börsen 2017 gelaufen sind. Hier Jahresanfang 2017, Jahresende 2017. Plus, könnt ihr hier nur für spiegelverkehrt sehen, 2400 Punkte. Von 11.600 der DAX, ist der DAX, von 11.600 auf 13.000 ist der DAX gestiegen 2017. Plus von 2400. Und sie hat in ihrem Fonds verloren, Verluste eingefahren. Sie hat also in einer Börsenhochphase Verluste eingefahren. Ja, muss man sich auch mal überlegen, ne? Will ich das? Und warum hat sie Verluste eingefahren? Weil sie in diesen DWS-Rentenfonds, also in diesen DWS-Riester-Premium, in einen Rentenfonds investiert. Dieser Rentenfonds besteht, ich habe da vorher noch mal kurz reingeschaut, da steht hier ganz klein, hier unten steht ganz klein, in welchen Fonds sie da investiert. Ganz klein, steht alles drauf. In einen Rentenfonds. Und dieser Rentenfonds besteht hauptsächlich aus Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland, die natürlich kaum noch Rendite abwerfen. Das ist schon, also ich finde das schon, das grenzt schon, also ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber die Versicherung bietet einen Fonds an, einen Rentenfonds, wo sie genau weiß, dass am Runde, also überhaupt kaum Zinsen gezahlt werden. Die neuesten Investoren oder jüngsten Investoren müssen sogar Geld der Bundesrepublik Deutschland geben, dass sie überhaupt ihr Geld beim Bund, dem Bund zur Verfügung stellen können. Wir haben heute negativ verzinste Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland. Und damit kommt die DWS und sagt, hier, du kannst bei uns deine Rente aufbauen mit Staatsanleihen, die überhaupt keine Zinsen abwerfen, aber wir bekommen von dir dein Geld und wir bekommen auch die Zulagen des Staates, die wir alle mitbezahlen, weil das sind ja Steuergelder. Und wir berechnen dir da tolle Verwaltungsgebühren und auch noch Abschlusskosten, damit du in etwas investiert, wovon wir wissen, dass null Zinsen auf dein Konto kommen werden. Also ehrlich, ich finde, das ist für mich grenzt das an Betrug. Das ist Verdummung des Volkes oder Verdummung von uns. Ich nehme mich da nicht aus. Ich bin ja auch eine Zielgruppe. Also was kann sie jetzt machen mit so einem Vertrag? 2016 das gleiche Spiel. Also auch wieder die Abschlusskosten. Im nächsten Jahr sind die Abschlusskosten dann wahrscheinlich nicht mehr mit drin. Dann sind die 5 Jahre um. Dürften sie nicht mehr mit drin sein. Aber die Verwaltungskosten laufen weiter. Die Verwaltungskosten liegen über dem Doppelten ihrer staatlichen Zulage. Das heißt, also da fällt mir überhaupt nichts mehr ein. Der Vertrag hatte einen höheren Kostenfaktor als die Zulage. Und das ist nämlich auch eine ganz, ganz große Kritik. Die Verträge sind auch unter anderem so teuer, weil es eben diese Zulagen gibt. Die Versicherungen bedienen sich daran. Und die Politik schiebt dem keinen Riegel vor. Okay, was soll ich dazu noch sagen? Was kann sie jetzt tun? Sie hat sich tatsächlich überlegt, diesen Riester-Vertrag aufzulösen, denn ehrlich gesagt, das, was in diesem Rentenfonds drin ist, das wird sich ja nicht ändern. Da ändert sich vielleicht mal, kommen also die Renten, die Staatsanleihen, Rentenpapiere, Zinspapiere. Rentenpapier ist nur ein anderes Wort für eine Anleihe. Rente gleich Zinsen, die jedes Jahr auf die Staatsanleihe gezahlt werden, ne? Deswegen Rentenpapier und Anleihe ist dasselbe, ist nur ein anderer Begriff. Okay? Also Rentenpapier. Dieser DWS-Fonds, der wird sich ja nicht ändern, vom Prinzip her nicht. Das werden weiter Anleihen drin sein, Staatsanleihen. Und die werden in den nächsten Jahren nicht deutlich besser rentieren, also besser mehr Zinsen abwerfen. Das heißt, sie hat jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie löst das Ding auf, kündigt es, das kann sie machen bei Riester, muss ein paar Steuern nachzahlen, muss auch diese ganzen staatlichen Zulagen zurückzahlen und sie hat natürlich die Abschlusskosten bezahlt, die Verwaltungskosten. Sie verliert also ordentlich Geld. Sie hat, wenn sie es auflösen würde, müsste sie die Zulagen wieder zurückzahlen. Sie hat jetzt ein Vertragsguthaben von hier 2017 Ende von 4.355 Euro. Vielleicht würde sie 2.500 rauskriegen aus dem Vertrag, vielleicht von 3.000. Sie hätte eingezahlt 8.000 bis 3.000, hätte sie 5.000 Euro mindestens Verlust mit diesem Vertrag gemacht. Aber lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, denn wenn sie weiter in diesen Vertrag einzahlt mit diesen Zulagen, sie wird sehr wahrscheinlich keine Kinder haben. Das heißt,
da steigen die Zulagen nicht, ne? Das heißt, sie wird diese Verluste, die sie hat, in dem Vertrag nie wieder rausholen können. Das geht rein rechnerisch schon gar nicht mit Zinssätzen von 1% oder 0,5%. Okay, das ist ziemlich ernüchternd. Ich finde das, ja, ich finde so etwas sehr ernüchternd. Und sie könnte vielleicht aus diesem Vertrag auch noch rauskommen. Ah, nee, er ist 2014 abgeschlossen, dann nicht mehr. Weil, na, das erzähle ich euch später nochmal. Okay, also das ist sehr ernüchternd. Was ich euch damit sagen will, guckt eure Riester-Verträge an, guckt überhaupt eure Verträge an, rechnet sie durch, schaut auf die Kosten, schaut nicht weg. Sie hat tatsächlich diese diese Bestandsmeldungen bekommen und immer nur weggeheftet, einfach nur weggelegt und sich nicht damit beschäftigt. Denn als ich ihr das dann vorgerechnet habe und wir mal zusammen drauf geguckt haben, hat sie sofort gesehen, das ist ja der Hammer, das ist ja Wahnsinn, unfassbar, was ihr auch geschrieben habt, das ist unfassbar. Und das hat sie im Grunde im ersten oder zweiten Jahr ja auch schon sehen können. Hätte sie es dann gleich gekündigt, wäre der Schaden nicht so groß gewesen. Ja, das ist das, was ich euch mitgeben will. Guckt auf diese Verträge, wenn ihr Freundinnen und Freunde habt oder Arbeitskollegen und die über Riester sprechen. Guckt, die sollen ihre Bestandsmeldungen anschauen. Viele haben ja auch noch nicht mal die Zulagen beantragt. Also wenn ihr einen Vertrag habt und noch nicht mal die Zulagen beantragt habt, guckt euch bitte noch mal drauf. Die Zulagen könnt ihr einmal per Dauerauftrag quasi beantragen. Aber macht das bitte, solltet ihr so einen Vertrag haben. Beziehungsweise, ja, guckt euch die Zahlen an und entscheidet dann, was ihr mit dem Vertrag tatsächlich anstellt. Ob ihr weiter besparen wollt oder nicht. Was ihr auf jeden Fall, wenn ihr einen Riester-Vertrag habt, und ihr habt den Vertrag in den vergangenen Jahren ändern müssen, zum Beispiel weil ihr den Betrag angepasst habt oder weil ein Kind dazu gekommen ist oder also ihr eine neue Zulage bekommen habt, oder genau, euer Beitrag, Eigenbeitrag geschwankt hat, weil euer Einkommen sich verbessert oder verschlechtert hat. Dann guckt noch mal genau auf die Zahlen, weil einige Versicherer nehmen das nämlich immer als Vertragsänderung und packen noch mal neue oder berechnen euch noch mal neue Abschluss- und Vertriebskosten, obwohl da ja gar nichts vertrieben wurde. Das ist eine ziemliche Sauerei, hat die Verbraucherzentrale darauf hingewiesen, der BGH. Ich weiß nicht, die Verbraucherzentrale hat geklagt, der BGH hat das für unrechtens empfunden. Nee, die BaFin, gar nicht wahr, nicht der BGH, die BaFin hat gesagt, das geht gar nicht. Und wenn ihr sowas im Vertrag habt, also wenn bei euch Beiträge sich geändert haben, dann prüft bitte mal nach, nicht, dass sich der Versicherer bei euch wieder bedient hat und seine Abschluss- und Vertriebskosten nochmal bei euch draufgepackt hat, weil die könnt ihr euch zurückholen. Da googelt ihr mal bitte Musterschreiben, Verbraucherzentrale. Abschluss Vertriebskosten bei Riester zurückholen. Dann habt ihr dann Musterschreiben und dann schreibt ihr euren Versicherer an und sagt, hier, so geht's nicht, die BaFin hat gesagt und so weiter. Also die Musterschreiben von der Verbraucherzentrale, die haben immer Hand und Fuß, benutzt das. Aber bitte checkt eure Riester-Verträge, ob ihr nicht auch so, was ich euch vorgerechnet habt, so einen Mist abgeschlossen habt. Ärgert euch dann nicht zu lange, entscheidet euch, zieht eure Schlüsse und gut ist. Ich sage mal, hätte Fahrradkette. Ich habe auch einige Fehler gemacht bei der Geldanlage. Ich habe auch einige Versicherungen gehabt, die habe ich heute nicht mehr. Ich habe einiges bei mir aufgeräumt. Wer etwas tut, wir machen alle Fehler, macht euch deswegen nicht kirre, aber guckt hin und handelt und lasst es nicht einfach so hängen, denn wenn ihr es hängen lasst, es ist euer Geld. Es ist euer Geld, was sich andere einstecken und was nicht in eurem Sinne arbeitet und was auch nicht in eurem Sinne arbeitet, wo ihr es vielleicht gerne wirken lassen möchtet. Okay? Gut. Dann, das war auf eine Tasse Tee heute zum Dienstag mit der Geldfrau. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Morgen Überraschungsthema, einfach deswegen, weil ich gerade meine Liste nicht dabei habe und euch nicht sagen kann, was ich mir für morgen ausgedacht habe, aber es wird bestimmt spannend sein. Okay, also ich wünsche euch was, schick euch ein Herzchen zurück. Danke für eure Herzen, für eure Winke, Winke und ich freue mich.
Dann bis morgen. Habt morgen einen schönen Tag mit hoffentlich etwas mehr Sonne. Tschüss.